1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. In der ersten Weihnacht begrüße ich euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ja, schön, dass ihr da seid. Viele sind ja wahrscheinlich noch unterwegs und feiern kräftig in den Mai hinein, aber ihr seid da. Das freut mich sehr. Ja, eine freie Themennacht, eine offene Runde, eine offene Show. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Oder mailt domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht. Das ist die Sandra. Sandra ist 32. Guten Morgen. Ja, hi. Hallo Sandra. Hallo. Du bist meine Maikönigin, die erste Frau in diesem Monat. Wow, danke. Lass mir noch eine Krone verpassen. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ich habe gestern angerufen. Verhängnisvoller Sex. Genau. Ja. War, ist mein verhängnisvoller Sex mein letzter Sex gewesen im Januar 2006. Und das hat mein Intimleben ein bisschen auf den Kopf gestellt. Januar 2006, ist ja schon eine Weile her. Genau. Also es war so, dass ich da schwanger geworden bin. Aha. Und habe seitdem keinen Geschlechtsverkehr mehr gehabt. Und zwar lag das an der Geburt meiner Tochter. Also bist du ungewollt schwanger geworden? Naja, geplant war das Kind nicht, aber das ist ja nicht das Thema. Nicht das Thema. Und das war ein fester Partner, mit das dem war du... Das war ein fester Partner. Mit dem du heute noch zusammen bist? Mit dem ich nicht mehr zusammen bin. Ja. Also wir waren vorher ein Jahr zusammen, mhm, und bin schwanger geworden. Und während der Schwangerschaft hatte er dann, naja, diese typische männliche Ausrede, ich will nicht, weil das Kind sieht meinen Penis. Und naja, diese kindlich-männlichen Aussagen, also er wollte halt nicht mit einer schwangeren Frau schlafen. Ja. Auf jeden Fall war die Geburt halt nicht so einfach. Mhm. Ich hatte auch vorher sich verschiedene Frauenärzte, ich war zweimal im Krankenhaus, wurde halt immer wieder untersucht, es gab ein paar Probleme in der Schwangerschaft wegen Vorwehen, musste dann den Frauenarzt wechseln, weil mein Frauenarzt in meiner alten Heimatstadt war. Mhm. Die Fahrten waren dann einfach zu anstrengend. Mhm. Und dann hatte ich hier in der Stadt, wo ich jetzt lebe, einen Frauenarzt, der ist dann in Urlaub gegangen, hat er mich zum Kollegen geschickt, dann ist der auch in Urlaub gegangen, dann musste ich ins Krankenhaus, hatte ich wieder einen Frauenarzt, dann habe ich wieder einen Frauenarzt außerhalb des Krankenhauses gehabt, wo ich dann wieder entlassen worden bin. Okay, was war das Resultat jetzt der vielen Untersuchungen? Oder ja, das ist halt zum Beispiel auch eines der unangenehmen Dinge, was mir da... Ich muss dich erst fragen, damit mir die Geschichte ganz klar wird. Also mit dem Vater des Kindes hast du dich dann danach getrennt? Der ist ausgezogen, als meine Tochter 4 Wochen alt war. Als sie 4 Wochen alt war. Genau. Tochter und so ist alles in Ordnung, ist quietschfidel und gesund. Da ist alles okay. So. Also die Geburt war insofern problematisch, dass wir letztendlich eine Zangengeburt hatten. Ja, aber okay, und aber das Kind ist gesund. Das Kind ist gesund. So, jetzt hast du seitdem, aber? Für mich war die Geburt nicht so toll, weil durch die Zangengeburt ich einen ziemlich langen Dammriss hatte. Mhm. Und der ziemlich schmerzhaft war, der auch meines Erachtens ewig genäht wurde. Ja. Und bin dann nach der Geburt, ich habe dann meine Tochter in den Arm gekriegt, dann war irgendwann eingepennt und ich habe aber nicht so lange geschlafen, bin mit super Schmerzen aufgewacht, auch mit einem super Herzrasen, weil das kam durch die Medikamente, die ich unter der Geburt bekommen hatte. Meinst du, dass dieses Nähen, was von dem du gerade gesprochen hast, und die Verletzung, dass die darauf zurückzuführen ist, dass du keinen Sex mehr hattest seit... Nicht nur das. Was ist der Grund? Warum hast du keinen Sex mehr seit der Geburt deines Kindes? Ja, pass auf. Ich wurde danach nochmal operiert, weil die Schmerzen, die ich hatte, waren dadurch ausgelöst, dass es aus meiner Scheide in den After geblutet hatte und da sich ein riesen Hämatom aufgeblasen hatte. Das heißt, man hat mich nochmal aufgeschnitten. Und der Schnitt war so spektakulär anscheinend, dass mich da in diesem Unikrankenhaus, wo auch Ärzte im Praktikum sind, immer wieder betrachten mussten, untersuchen mussten. Ich konnte nicht aufstehen mehrere Tage. Ich hatte mein Kind immer bei mir im Bett liegen, weil ich mich halt nicht so drum kümmern konnte. Konnte mich nicht drehen, ich konnte nur auf dem Rücken liegen. Und war dann erst, wo ich dann entlassen worden bin, konnte ich auch nicht richtig laufen, war erst ein halbes Jahr nach der Geburt das erste Mal wieder beim Frauenarzt. Und da habe ich gemerkt,
Ich habe mich nicht berührt. Ich habe mich auch nicht angeschaut, weil irgendeine blöde Ärztin im Praktikum im Krankenhaus meinte, ich sehe aus, als ob ich mich auf eine Landmine gesetzt hätte. Das hat mich auch fertig gemacht, seelisch. So, jetzt fassen wir das Ganze mal ein bisschen zusammen. Da gab es große offensichtliche Komplikationen nach der Geburt. Damit hattest du eine ganze Weile zu tun danach. Genau. Wie ist es denn heute? Ist alles verheilt und alles wieder so, wie es sein sollte? Ja, also es ist für mich nicht so, wie es sein sollte. Also ich habe halt diese... Warum? Ich bin nach der Geburt erst ein halbes Jahr später zum Frauenarzt gegangen. Normalerweise muss man ja gleich zur Nachsorge gehen. Was ist denn jetzt los? Warum? Bei der Untersuchung, die ein halbes Jahr nach der Geburt war, habe ich gemerkt, dass ich nichts spüre. Und das ist bis heute so? Das ist bis heute so. Also es war so, dass es auf der rechten Seite komplett taub war, gesamte Vagina. Das ist bis heute so? Das ist bis heute so. Und auf der linken Seite war das bei der Untersuchung sehr schmerzhaft. Sandra, das ist ja wichtig für mich zu verstehen, was damals alles so war, sondern wie es jetzt, wie der aktuelle Zustand auch ist. Ist das immer noch so, dass das Taubheitsgefühl da ist und dass es weh tut? Ja. Also ich habe auch erst meine Tochter ist jetzt anderthalb Jahre und ich habe vielleicht vor 3 Monaten wieder angefangen, Tampons zu benutzen. Also es ist ganz klar, dass du keinen Sex hattest, hängt definitiv damit zusammen, mit diesen Nachfolgekomplikationen der Geburt. Also körperlich und auch seelisch so ein bisschen, weil ich da natürlich auch... Ja, weil natürlich du auch gar keine Lust hattest, mit jemandem zu schlafen. Ist auch verständlich, wie du es gerade beschrieben hast. Du hast im Moment keinen Partner. Ich habe keinen Partner. Also mein Freund ist ausgezogen, als sie 4 Wochen alt war. Er hat uns verlassen. Hast du denn über deine jetzigen Probleme, auch dass dein Taubheitsgefühl immer noch da ist und wie du es gerade beschrieben hast, bist du weiter da in ärztlichen Gesprächen? Ich bin da nicht mehr zum Arzt gegangen. Hast du den Eindruck, dass es sich ein bisschen verbessert? Also es ist ja verheilt. Ja. Die Narbe ist, glaube ich, verheilt. Also die Narbe selbst schmerzt nicht. Man merkt das, man ist ein bisschen wetterfühlig. Aber wie gesagt, also seitdem ich angefangen habe, wieder Tampons zu benutzen, aus weiblichen Gründen halt, ne, wenn man unterwegs ist, merke ich das beim Einführen. Das fühlt sich manchmal an, als ob das verschlossen ist oder so. Vielleicht kommt das dadurch, dass ich mich verkrampfe. Ich habe keine Ahnung. Befriedigst du dich denn selbst? Ja, also ich führe mir nichts ein. Das wage ich nicht, außer diesen Tampon einmal im Monat. Weil ich merke halt immer noch, es ist immer noch rechtsseitig taub und linksseitig ist es ein unangenehmes, leicht schmerzliches Gefühl. Und aber das ist ja eigentlich natürlich auch Hemmungen, wenn ich mal rauskomme und meine Mutter mal auf mein Kind aufpasst, dass ich auch keinen Mann kennenlernen möchte. Verstehe. Also ich lasse da keinen Mann dran. Weil das finde ich ja eigentlich schon eine bedenkliche Situation. Die du eigentlich nicht so laufen lassen solltest. Eigentlich müsstest du was tun. Du müsstest nochmal zu einem Gynäkologen gehen. Ja, aber es ändert ja nichts an meiner Situation. Das weißt Wenn du nicht. Der sagt, was soll er mir sagen? Also, kann ich dir nicht sagen, was er dir sagen soll. Taub, ja. Ja gut, er kann es untersuchen, du hast Sorge, du hast eine Verkrampfung, etwas einzuführen, dazu kann der etwas sagen, der kann dir einfach medizinisch erstmal sagen, was da los ist und dir vielleicht auch den einen oder anderen Rat geben. Also, ändert ja nichts daran, auch bei der Partnersuche ändert das ja nichts daran, weil... Das ändert dann daran, wenn du eine vernünftige Auskunft bekommst und vielleicht sogar eine Hilfe, dass du einfach entkrampfter auch an eine Partnersuche herangehst. Ist doch klar. Naja, ich weiß nicht. Also der Mann, den ich kennenlerne, der am Anfang auf jeden Fall fremd ist, der muss schon ziemlich viel Geduld aufbringen. Schon, aber es geht ja erstmal darum. Das kann ja ein Gynäkologe für mich nicht lösen. Ich unterhalte mich halt mit meiner Freundin darüber, dass ich da Probleme habe und Angst davor habe, einen Mann an mich ranzulassen. Und dadurch unterhalte ich mich gar nicht erst mit jemandem, den ich vielleicht auch attraktiv finde, weil... Ja, aber das ist... Ja, aber wir reden da im Kreis. Nein, aber wir reden da im Kreis. Wenn du kein Gespräch mit einem Gynäkologen suchst und du aber so eine Verkrampfung hast, dass du dir selbst gar nichts einführst, ist das ja eigentlich kein haltbarer Zustand. Der erste Schritt wäre doch erstmal, dass du das organisch nochmal richtig alles untersuchen lässt. Das wäre doch interessant, was jemand jetzt sagt. Vielleicht gehst du auch zu einem anderen Therapeuten, einem anderen Arzt. Der zweite Schritt wäre, wenn es jetzt dann eine rein mentale Geschichte ist,
dass du mit einem Sexualtherapeuten mal ein paar Gespräche, das muss ja keine Riesentherapie sein, mal ein paar Gespräche führst. So wurstelst du da für dich da alleine hin und es ist ja irgendwie kein zufriedenstellender Zustand. Ja, na, sicherlich nicht. Vor allem, weil ich ja auch vor der Schwangerschaft und mit Partner, also ich meine, ich bin 32 Jahre alt, ich bin mit 30 Jahren schwanger geworden. Ich habe ja, das ist ja noch, dass ich habe ja immer ein schönes Sexualleben gehabt. Mhm. Ich war mal frei, offen, ja, genau. Habe ein gutes Leben gehabt, eine gute Beziehung zu meiner Mumu, wenn ich das mal so sagen ja, darf. Und so soll es ja wieder kommen. Jetzt ist es halt genau. Alles geändert. Und das Ziel sollte ja sein, dass es sich wieder genau dahin entwickelt, finde ich. Also ich hoffe, dass vielleicht hört ja auch jemand zu. Also der Frauenarzt im Krankenhaus meinte, er kannte in seiner ganzen Karriere nur eine Frau, der es so ging. Und die hat einen Ehepartner zu Hause, dem sie eigentlich vertrauen kann. Mhm. Die auch jahrelang nicht mit ihrem Mann geschlafen hat. Ja, aber es ist ja nicht nur ein rein psychisches Problem, sondern es gab ja nur wirklich auch körperlich unangenehme Dinge bei dir, mit denen du dich hast rumschlagen müssen. Oh ja. Also wenn jetzt irgendeiner, ein Zuschauer, ein Zuhörer eine gute Idee hat, möge die Person uns bitte mailen, das reichen wir an dich weiter. Dann würde ich gern, dass du noch ein paar Worte mit der Anja, meiner heutigen Psychologin, sprichst. Ja, mach ich. Die dir sicher das eine oder andere noch an Tipps an die Hand geben kann. Ja? Okay. Liebe Sandra, wünsche ich dir, dass wieder alles richtig gut läuft irgendwann bei dir und dass du wieder Spaß hast. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Kemal ist hier. Kemal ist 38 und schon fällt der Eimer um. Hallo? Ja, hallo. Was ist denn da passiert? Ich bin LKW-Fahrer. Ach so. Ich war eben kurz was machen. Tut mir leid. Aber der Wagen steht jetzt. Der steht, ja. Das ist gut. Ja, folgendes. Du kannst reden, du bist nicht außer Atem? Ja, ein bisschen. Pass auf. Okay, mal. 38, das stimmt, ne? Ich erstmal Gott sei Dank, dass ich einmal mit dir sprechen konnte. Ja, wir sind verbunden Weil miteinander. Ich bin wirklich Fan von dir. Mhm. Vielen Dank. Wo stehst du denn gerade? In Willensdorf. In wo? Willensdorf bei Heiger Burba. Ah, verstehe. Also nach Gießen kommt das. Mhm. Folgendes, meine Frau hat mich verlassen im November. Ja. Und sie hat einen Fehltritt gemacht. Ich habe sie bei diesem Fehltritt erwischt. Ja. An diesem Tag, wo das passiert ist, ist es für mich so gewesen, ich war auch auf der Arbeit morgens. Und da hat also wirklich eine innere Stimme zu mir gesagt, geh nach Hause, lass die Arbeit stehen und geh nach Hause, es passiert irgendwas. Mhm. Und du bist nach Hause gegangen? Ich bin nach Hause gegangen, obwohl mein Chef mir gedroht hat, mir zu kündigen, weil ich noch eine andere Tour fahren musste. Das ist ja verrückt, aber irgendwie war so eine innere Überzeugung da. Genau, ich habe gesagt, also ich habe eine Lüge erfunden, ich habe gesagt, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht wohl, ich kann nicht im Moment arbeiten. Mhm. Und habe praktisch dann so lange drauf plädiert, bis er okay gesagt hat, dann geh nach Hause. Ne? Dann bist du nach Hause gegangen und was hast du entdeckt und vorgefunden? Meine Frau saß auf der Couch, also ich habe die Tür aufgemacht. Ja. Und meine Frau saß auf der Couch mit einem Italiener, bei dem sie früher gearbeitet hat als Putzfrau. Ja. Und als ich das gesehen habe, also mich traf der Schlag, ich bin in die Küche gerannt. Stopp, wie saßen die denn auf der Couch? Also meine Frau hat da gesessen, also richtig umarmt mit ihm. Ach so, war sie angezogen? Sie war halb angezogen. Sie waren gerade in dem Moment sich wohl am Ausziehen. Er war auch noch halb angezogen. Der war noch angezogen, nur meine Frau hatte sich so aufgemotzt für ihn, so kannte ich sie gar nicht. Also die Situation war eindeutig. Ja, 100%. Ja. Sie hat sich schon die Strumpfhose ausgezogen, also sie hat sich auch ein Kleid angezogen, was ich vorher noch nie gesehen habe. Verstehe. Kann auch sein, dass er ihr das gekauft hat oder gebracht hat, weiß ich. Jetzt kamst du rein und hast diesen Anblick vor Augen und was hast du dann getan? Ich bin dann in die Küche gerannt, weil ich in dem Moment wirklich amok gelaufen bin und habe mir ein Messer geholt. Ich weiß nicht, was mir da gesagt hat, auf jeden Fall, ich habe mir ein Messer geholt und wollte ehrlich gesagt ihn... ich weiß nicht, was ich machen wollte. Auf jeden Fall wollte ich ihn drohen damit. Und was geschah denn? In dem Moment, wo ich aus der Küche wieder rauskam, hatte er schon seine Jacke, die lag im Flur, im Esszimmerbereich,
lag die Jacke und er hat sie sich dann genommen und hat so beide Hände nach oben gehalten und hat gesagt, ist nichts passiert, ist abgehauen. Ich bin hinterher gerannt und er ist aber dann zu schnell rausgegangen, sodass ich wieder hochgekommen bin und in dem Moment hatte sich wohl meine Freundin Küche eingeschlossen. Auf jeden Fall habe ich mit ihr versucht zu sprechen und es hatte keinen Zweck und habe ich meinen Bruder und meine Schwester angerufen und habe die um Rat gebeten, was ich machen soll. Und die sind dann auch gekommen und dann hat meine Frau gesagt, dass es keinen Zweck hat, sie möchte auf jeden Fall zu ihren Eltern. Und da habe ich in dem Moment gesagt, dann soll sie gehen. Und dann ist sie für 4 Wochen weggegangen zu ihren Eltern und ich habe nur ihre Mutter und ihren Vater darüber informiert oder berichtet, was passiert ist. Du, die ist dann 4 Wochen weggegangen? 4 Wochen weggegangen. Und ihr habt in diesen 4 Wochen überhaupt nicht miteinander telefoniert und gesprochen? Gar nichts. Gar nicht. Ihr habt keine Kinder, davon gehe ich aus. Wir haben 4 Kinder. Ihr habt 4 Kinder? 4 Söhne haben wir. Wie alt sind die? Von bis welchem Alter? Zwischen 11 und 17. 11 und 17? Ja. Und wo waren die Jungs die ganze Zeit? Die waren bei mir. Ich hatte die Kinder bei mir und den Kindern wegen habe ich dann versucht, dann den Kontakt wieder aufzunehmen. Ja. Also 4 Wochen, erstmal 4 Wochen Sendepause zwischen euch beiden. Die Jungs waren bei dir, ja, und dann? Ja, dann habe ich mit der Schwiegermutter und dem Schwiegervater gesprochen. Die haben gesagt, wenn das die Kinder hören, Jürgen, warte mal, eine Sekunde, ja? Ja, sehr gerne. Ich kann euch zwischendurch einfach mal sagen, wenn ihr anrufen wollt, dann wählt 0800 220 50 50. Thema. Da habe ich mit den Schwiegereltern gesprochen. Die haben gesagt, wenn das ihre Brüder hören oder wissen oder mitkriegen würden, dann würden sie die Tochter praktisch in Stücke schneiden. So haben sie es mir gesagt. Ne? Weil wir sind Moslems und normalerweise gibt es bei uns sowas. Entweder eine Ehe hält oder eine Ehe hält nicht und du gehst sauber aus der Ehe raus. Wie hast du das denn deinen 4 Jungs erklärt, dass die Mutter 4 Wochen einfach so weg war? Mama, also sie hat auch noch so eine Nummer gemacht, weißt du, so wie als wäre sie durchgedreht gewesen. Also das konnte ich den Kindern irgendwie nicht erklären. Nur die Kinder haben gedacht, Mama ist ein bisschen durchgedreht, Mama muss wieder zu sich kommen. Ja, die ist ich konnte den Kindern natürlich nicht sagen, was Mama gemacht hat. Nee, aber die haben doch schon gefragt, wo ist Mama? Ja, das wussten die, dass die da bei der Eltern... Ach so, das wussten die. Das wussten die, ja. So, wie ging es dann weiter? So, nun habe ich dann die ganze Zeit dann versucht, mit der Schwiegereltern zu reden. Wir haben auch ganz oft und ganz lange immer gesprochen und so. Und dann habe ich zu der Schwiegermutter gesagt, pass auf, ich möchte meine Frau wieder haben, der Kinder wegen und weil ich sie liebe. Nur, sie muss mir die Zeit geben, dass ich wieder Vertrauen zu ihr aufbauen kann. Finde ich ein faires Angebot. Und nur das Problem war bei mir, immer wenn ich mit ihr geschlafen habe, habe ich immer gedacht, sie denkt vielleicht an diesen Mann. Aha, sie kam dann wieder zurück zu dir. Sie kam nach 4 Wochen zurück und dann habe ich gedacht, sie denkt vielleicht an diesen Mann und dann ist unsere unser Sexualleben auch ein bisschen anders gelaufen. Also nicht aber, so, wie es noch okay, mal, als sie dann zurückkam, auch dann habt ihr nicht über diesen Vorfall gesprochen. Ja, ich war so ein blöder Mensch. Ich habe immer wieder dann... sag mal, wenn so kleine Streitigkeiten waren. Und dann habe ich dann immer gesagt, ja, hättest du mal den Scheiß nicht gemacht mit dem Arsch, so auf Deutsch gesagt. Ne? Verstehe, aber im Klartext, es wurde nie sachlich mal darüber gesprochen. Also du weißt nicht, ob die in den verliebt war, ob das schon oft passiert ist. Also sie sagt, das war nichts, hatte mit Verliebtheit gar nichts zu tun. So. Das war ein Ausrutscher von ihr. Ja. Und das ist vergessen gewesen. Okay. Nur das Problem war, Jürgen, dieser Mensch, der wohnte gegenüber von uns in der gleichen Höhe. Und jedes Mal, er wohnte bei seiner Mutter, der ist 45, 47 Jahre alt, was weiß ich, wie alt er ist. Er hatte vorher ein Restaurant, ist pleite gegangen und ist dann eine Ehe gehabt, die ist auch kaputt gegangen und hat dann versucht, mal meine Ehe kaputt zu machen, indem er meine Frau versucht hat zu erobern. Und, naja, da gehören ja immer 2 dafür dazu. Du bist ja nicht alleine schuld, sondern deine Frau auch. Du bist aber jetzt getrennt von deiner Frau. Ja, ich lebe seit November von ihr getrennt und von meinen Kindern. Und warum hast du dich von deiner Frau? Hast du dich getrennt oder sie dich? Nein, sie. Sie sich von dir? Sie ist von mir gegangen und zwar... mit welcher Begründung? Wir sind 18 Jahre nicht im Urlaub gewesen. Wir sind 18 Jahre verheiratet gewesen. Ja. Und wir waren 18 Jahre nicht im Urlaub. Und die Schwiegermutter hat mich so weit platt geredet, bis ich irgendwann ja gesagt habe, dass sie wollte unbedingt, dass mal einmal meine Frau mit denen im Urlaub fährt.
Und dann habe ich ihr das erlaubt. Dann ist sie 4 Wochen im Urlaub gefahren, im August letzten Jahres. Hm. Und als sie zurückgekommen ist, hat sie sich um 180 Grad gedreht. Nämlich? Also sie war nicht mehr die Frau, die ich gehen lassen habe im Urlaub. Also sie hat sich gedreht in dem Sinne, dass sie sich von dir abgewandt hatte. Genau, ganz anders geworden. So wie als hätten die Schwiegereltern in der Türkei sie praktisch überredet. Verstehe. Lass dich von ihm los oder so, oder versuch irgendwas zu machen, also, dass er sie nicht mehr will. Jetzt hat die Frau hat sich von dir getrennt. Mit welcher Begründung? Dass wir uns nicht verstehen, dass ich ihr nicht praktisch der richtige, nicht mehr der Mann sein kann wie früher. Weil ich habe ihr gesagt, sie soll mir bitte die Zeit geben. Ich wollte zu ihr warm werden, nur das ging nicht von heute auf morgen. Ja. Ich vermute mal, dass sie dann auch vielleicht so etwas gesagt hat, wie dass die Liebe erloschen ist, dass sie dich nicht mehr liebt. Das hat sie gesagt, ja. Hat sie gesagt. Nein, sie sagte nur, im tiefen Herzen habe ich eine Liebe, aber das ist nicht mehr das, was ich früher hatte zu ihr. Wenn ich hundertprozentig wüsste, dass sie mich wirklich nicht liebt, aber ich denke mir immer, das ist der Druck von ihrer Familie, weil ihre Brüder wissen nur, dass ich sie dass ich praktisch schuld wäre an den seiner Trennung. Nur sie wissen nicht, dass sie ein Verhältnis mit jemandem hatte. Aber diese einmalige Geschichte da. Aber die Schwiegereltern wissen es ja schon, ne? Sie wissen das, aber die können es ja auch nicht sagen, weil sie Angst haben, dass die Kinder der Schwester was tun. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation. Man wünscht sich natürlich auch, oder man redet sich gerne ein, na, im Grunde genommen liebt der andere mich noch und macht sich dadurch Hoffnung. Es kann natürlich auch sein, dass wirklich die Sache erloschen ist zwischen euch beiden. Ich meine, immerhin hat sie sich eingelassen auf diese Geschichte mit dem Italiener. Das deutet ja auch schon darauf hin, dass eine Unzufriedenheit da ist. Ja. Die Jungs leben jetzt bei ihr. Ja. Ja. Siehst du die, hast du denn regelmäßigen Kontakt zu deinen Kindern? Ich habe viermal die Kinder gesehen. Ich liebe diese Kinder über alles. Also ich würde für die sterben, wirklich. Hast du jetzt seit November auch nicht mehr mit deiner Frau gesprochen? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht mehr. Sie will auch nicht mehr. Nein, pass auf, im Februar ist meine Mutter gestorben. Und da ist sie ins Krankenhaus nach Iserlohn gekommen, weil meine Mutter ist in Iserlohn im Krankenhaus gestorben und unverhofft, sagt man, ne, glaube ich. Und da ist sie gekommen und meine Mutter hat sie sehr geliebt und ich habe sie auch sehr geliebt, also meine Mutter. Und da hat sie an meine Mutter ihre Hand gehalten und sie hat sich versucht zusammenzureißen, aber die hat schon Tränen in den Augen gehabt, aber sie wollte sich stark zeigen, weißt du, so wie ich brauche euch nicht, aber meine Mutter ist meine Mutter hat sehr drunter gelitten, weil sie sehr meine Frau geliebt hat. Aber da hat sie, in dieser Situation hat sie nichts Besonderes noch gesagt, eure Beziehung betreffend. Nein. Situation klingt sehr ernst und sehr traurig für dich, Kemal. Ich kann das nicht verkraften. Die Frau wäre auch niemals dazu zu bewegen gewesen, dass ihr zu einer Beratung gehen würdet. Ich glaube, wenn wir zusammen gewesen wären und ich mir irgendwie professionelle Hilfe geholt hätte, was ich nicht gemacht habe, das bereue ich heute, dass ich es nicht gemacht habe. Vielleicht wären wir wieder besser geworden. Ich glaube, nun kann man natürlich nicht in diese verstrickten Beziehungen so hineingucken. Ich glaube aber im ersten Moment, glaube ich, so traurig das für dich jetzt auch klingen mag, dass die Sache wirklich schlecht aussieht. Ich glaube auch. Ja, ne? Glaubst du auch. Und du hast ja noch viel mehr Wissen um all die Sachen. Aber du hast gerade das richtige Stichwort gebraucht. Wenn ihr damals schon nicht zusammengegangen seid, geh auf jeden Fall alleine jetzt irgendwo hin, Kemal, weil dich nimmt das ja so sehr mit und dich haut das ja so voll aus den Schuhen. Ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit und um deine Stabilität. Eigentlich brauchst du professionelle Hilfe. Ich weiß aber nicht, wo. Da würden wir dir jetzt gerne ein bisschen behilflich sein, wenn du das möchtest. Mhm.
Ja. Also ich würde wirklich alles dafür tun, wenn ich meine Kinder wieder kriegen würde. Aber ja. Ich kriege die nicht, weil die Kinder, die haben die Kinder, während ich bin ja immer nachts am Arbeiten, haben die versucht, immer die Kinder zu überreden. Die Kinder waren ja erst bei mir anderthalb Monate ungefähr. Ja. Und immer wenn ich arbeiten war, haben die dann angerufen und haben die Kinder dann so weit breit geredet. Also Duisburg wäre ja so schön und so toll. Mm. Und mein ältester Sohn war gerade mitten im Abitur, weißt du, also das tut mir so leid. Und da müssen klare Regelungen her. Und vor allen Dingen brauchst du ein bisschen Unterstützung, um dich zu stabilisieren. Ich möchte dich bitten, jetzt aufzulegen. Okay. Und dann wirst du unter deiner Nummer von meiner Psychologin, von der Anja, angerufen. Und alles Weitere, die Details, besprecht ihr jetzt im Hintergrund. Okay. Lieber Kimmer, von Herzen wünsche ich dir alles Gute und viel Kraft. Dankeschön. Und weißt du, ich liebe dich wirklich. Entschuldige, dass ich das so sagen muss, aber es ist wirklich keine Nacht, wo ich einmal mal nicht dich höre. Das ich bin nur am Hören. Ich höre sehr gerne euch. Sehr nett von dir. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche dir wirklich viel Glück von Herzen. Okay, ich habe nur eine Frage. Kriege ich auch ein Autogramm von dir? Sehr gerne. Dann sagst du deine Anschrift gleich der Anja. Okay, vielen, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, zwischendurch mal der Hinweis, dass wir morgen nicht da sind, weil morgen ist ja der Maifeiertag und wir sind dann erst wieder hier im Radio und im Fernsehen in der Nacht von Freitag auf Samstag. So, wir machen weiter. Wir machen weiter mit Chris und Chris ist 20. Guten Morgen, Chris. Hallo, Domian. Chris, wie geht's? Ja, sehr gut eigentlich. Aber warum rufst du an? Ich rufe an und zwar glaube ich, dass ich sexsüchtig bin. Oh wei, und du bist jetzt zu Hause? Ja. Ja. Das ist doch heute eine wunderbare Gelegenheit, auf die Pirsch zu gehen. Ja, normalerweise schon, aber ich hatte letzte Woche ein bisschen Grippe und deswegen... Ich höre es noch so ein bisschen in der Stimme. Ja, ich bin auch ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Bisschen verschnupft. Ja, richtig. Erzähl mal von deiner Sexsucht. Also, ich habe seit anderthalb Jahren eine feste Freundin. Ja. Und habe mich aber schon nach circa 3 Monaten von ihr so ein bisschen abgewendet. Das heißt... Wir haben so ein Alltagsleben gehabt und also man trifft sich halt und macht auch mal was zusammen, aber irgendwie war dann, weiß ich nicht, die Spannung so ein bisschen schon raus. Nach so kurzer Zeit schon? Ja, nach circa 3 Monaten war es dann schon soweit. Ungewöhnlich. Normalerweise schon, ja. Ja. Aber ihr wohnt nicht zusammen? Nein, wir wohnen noch nicht zusammen. Also so. Sie wohnt in einem anderen Ort und ich wohne halt noch mit meinem Mitbewohner woanders. Okay, was geschah dann? Ja, danach habe ich mich halt in vielen Singles-Chats so angemeldet und da habe ich halt eine Menge nette Frauen kennengelernt und habe mich nach circa 4 Monaten das erste Mal mit einer anderen auch getroffen. Und mit also nach 4 Monaten, nachdem du mit deiner Freundin zusammengekommen warst? Ja, genau, nach 3 Monaten war es ja erst mal halt so ein bisschen die Luft raus. Verstehe. Und nach circa 4 Monaten kam es dann halt dazu, dass ich mich halt eine andere kennengelernt habe. Und ich weiß nicht, ich habe auch gleich gemerkt, und wegen das war wie eine richtige Spannung wieder zwischen uns, also zwischen der neuen Frau und mir. Und ich hatte gleich das Gefühl, das ist wieder was ganz Neues, das ist eine Herausforderung. Und nach ein paar Tagen ist dann auch zum Sex zwischen uns gekommen. Wie viel Mal bist du ihr bis heute fremdgegangen, deiner Freundin? So, bestimmt 15, 16 Mal. Boah. Ja. 15, 16 Mal. Immer mit anderen Frauen. Ja, also ich habe die meistens im Chat kennengelernt oder halt auf Partys oder so. Immer so schnelle Nummern. Ja, richtig. Ja. So meiste One-Night-Stands. Also zu vielen habe ich noch Kontakt nebenbei, aber... Sehr praktisch, wenn du drauf bist, brauchst du nur durchs Handy gucken, welche Telefonnummer und du rufst an. Ja, richtig. Genau. Du schläfst doch mit deiner Freundin auch. Ja, selten, aber tue ich auch, ja. Ach so, selten. Warum selten? Ja, weil wir uns halt mittlerweile aneinander gewöhnt haben. Ich meine, wir machen wieder viel zusammen, aber es kommt halt nicht mehr so oft dazu. Wie ist denn die Stimmung sonst zwischen dir und deiner Freundin? Also eigentlich generell ganz gut. Also wenn wir uns treffen, dann sind wir auch glücklich zusammen. Also ich liebe sie auch wirklich von ganzem Herzen. Deswegen ist es auch für mich schwer, das überhaupt selbst so ein bisschen zu verkraften eigentlich. Aber ich brauche halt diese Herausforderung, ich brauche diese Freiheit. Und die geben mir halt andere Leute dann. Auch eine Bestätigung für mich. Wichtige grundsätzliche Frage, wenn du mit anderen Frauen schläfst, schützt du dich immer? Immer, ja, generell. Gut. Weil ich würde zum Beispiel das nicht verkraften, wenn ich wüsste, ich habe mir irgendwie was eingefangen oder ich gehe halt davon aus und schlafe mit meiner Freundin oder würde sie anstecken oder so. Also da achte ich schon sehr drauf. Ich meine, man gebraucht sehr schnell das Wort Sexsucht. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit. War das denn vorher, bevor du deine Freundin kennengelernt hast, auch so, dass du wahnsinnig viel Sex hattest? Ja, also nicht so wie jetzt unbedingt.
Aber ich hatte schon häufig verschiedene Partner, also sind aber nicht so dem Umfang. Also ich war damals noch nicht so drauf und dran, unbedingt irgendwen kennenzulernen. Mhm. Wie lange hat deine längste Beziehung bisher gehalten? Ist das die jetzige oder gab es vorher schon mal eine längere? Nein, also das ist jetzt auf jeden Fall die absolut längste. Das ist die längste. Und du bist auch sicher, dass deine Freundin, die ist dir treu? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Die ist mir treu. Also da gehe ich stark von aus. Mhm. Ist natürlich eine ganz, ganz missliche Lage, in der du da drin steckst. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich weitermachen kann. Kein Problem, was man einfach lösen kann, man galant lösen kann. Deswegen wollte ich dich fragen. Also das ist wirklich, ich weiß da nicht weiter, ich weiß nicht, wie ich machen soll. Also in letzter Zeit geht es auch wieder. Also die letzte Zeit habe ich irgendwie begriffen, dass das wirklich falsch war. Aber einerseits kann ich meiner Freundin das nicht erzählen, weil ich denke mal, sie würde auf jeden Fall Schluss machen. Und das will ich halt nicht. Ich will sie auf jeden Fall nicht verlieren. Mhm. Aber andererseits, ich weiß nicht, ob ich dann mein Leben lang mit der Lüge leben könnte. Mhm. Natürlich würde sie dich wahrscheinlich hochkant rausschmeißen, wenn sie die Anzahl der Fremdgehereien hören würde, die du gerade genannt hast. Ja. Das kann man ja gar nicht verkraften, da ist man ja... Nein, das hat sie auch eigentlich gar nicht verdient, sowas. Deswegen belastet mich das nicht. Mich macht zornig, in einer anderen Weise, das erkläre ich gleich, mich macht nachdenklich, dass du gerade gesagt hast, dass du gar nicht mehr so gerne mit deiner Freundin stehst, dass da die Luft auch schon irgendwie ein bisschen raus ist. Ja, ich wüsste auch nicht, wie ich das ändern könnte. Mhm. Wirklich. Weißt du, meine These ist, dass ihr nie richtig volle Kanne aufeinander abgefahren seid, du auf sie, dass sie nicht wirklich deinem exakten Beuteschema entspricht. Hm. Denn dann würdest du nicht schon nach so kurzer Zeit, wo man eigentlich komplett verliebt ist und nur den anderen im Kopf hat und nur den anderen küssen und lieben und riechen und schmecken will, wärst du nicht schon ausgebrochen. Ich glaube, dass dass deine Freundin sexuell ist, eigentlich nicht dein Ding ist. Deshalb, kann das so sein? Also ich meine, ich liebe sie als Person. Also ich hör mal, was meinst du? Das ist die Tragik von ganz vielen Ehepaaren oder Leuten, die lange zusammen sind. Da liebt man sich wirklich, aber man fährt nicht aufeinander ab. Mhm. Und das ist natürlich in einer Paarkonstellation immer ein Drama. Ja. Eigentlich würde man sich die Person als allerbesten Freund wünschen. Aber ich empfinde halt wirklich mehr für sie. Also zwei von meinen Freunden sagten auch schon zu mir, ich habe denen das auch mal anvertraut, und dann haben sie halt zu mir gesagt, ob ich sie vielleicht ansprechen sollte, dass da halt vielleicht im Bett irgendwas schief ist und ob wir vielleicht nicht mal so einen Swingerclub oder so aufsuchen sollten. Mhm. Aber ich sehe das nicht so, dass das eine gute Lösung wäre für uns, glaube ich nicht. Mhm. Also erstens mal wäre es, glaube ich, für sie nichts, und ich glaube, ich will auch meine Freundin nicht mit irgendjemandem das teilen. Ja, das hört sich doof an, aber. Ja, das hört sich wirklich saudoof an. Aber ich würde wahnsinnig sein, wenn ich wüsste, sie geht mir fremd oder sowas. Also, ja, aber du musst, versetz dich mal immer in die Lage, wenn sie das mit dir machen würde, was du mit ihr machst. Ja. Was dann los wäre. Also du verhältst dich rundweg beschissen. Das stimmt, ja. So. Und du nimmst ja etwas raus, was du einer anderen Person, sprich deiner Freundin, nicht zubilligen würdest. Ja. Du würdest im Sechseck springen, wenn du mitbekommen würdest, die hätte 10, 20 Männer nebenher. Auf jeden Fall, ja. Dann wär's sofort aus. Höchstwahrscheinlich schon. Ja. So. Und diese Statements, ich liebe sie, aber ich liebe sie, du liebst sie nur so, wie du sie dir zurecht gestutzt hast. Du bedienst dich ihrer ganz einfach. Du nimmst dir das von ihr, was du gern möchtest, und holst dir die anderen Sachen auch. Du bist ja nicht ehrlich. In dem Moment, wo du ehrlich wärst, würden die Karten ganz neu gemischt, denn dann hätte sie eine Chance, auf dich und dein wirkliches Leben zu reagieren. Ja. Aber die kennt ja dein wirkliches Leben gar nicht. Ja, ich hätte wahrscheinlich mal mit ihr darüber reden sollen, aber ich weiß nicht, ob das sich was an uns geändert hätte. Also es ist wirklich alles super, außer halt unser Sexleben. Ja, ich glaube auch, dass man eine Leidenschaft kann man auch, also meistens gar nicht herbeireden. Entweder ist sie da oder sie ist nicht da. Ja. So, und wenn das in eurem Fall nicht gegeben ist, und es scheint ja nicht gegeben zu sein, irgendwas stimmt da nicht, sonst würdest du dich nicht so verhalten, wie du dich verhältst. Richtig, ich ja. sehe eigentlich nur die einzige Möglichkeit. Wenn du bist 20 Jahre alt, ist ja auch völlig okay, dass du Bock auf viele Sachen hast und viele Dinge ausprobieren willst, dann mach es auf der Basis des Single-Lebens. Mhm. Mach es auf der Basis, dass du ein freier Mann bist. Und dann kannst du rummachen, wie du möchtest. Aber hol dir nicht auch noch die Bequemlichkeit einer Beziehung dazu. Das ist nämlich ein ärmliches Verhalten, was du einen Tag und ein sehr unfaires Verhalten deiner Freundin gegenüber. Ja, das stimmt. Also meinst du, ich sollte sie verlassen? Ich finde, die sauberste Lösung ist, dass du dich von deiner Freundin trennen würdest. Und erspare ihr vielleicht den Schmerz und sag ihr nicht, was alles passiert ist in letzter Zeit. Sondern sag ihr ganz einfach, dass,
dass es für dich nicht mehr so stimmig ist, um ihr vielleicht nicht so weh zu tun, wenn du sie liebst, und dann sollte man ja vielleicht auch ein bisschen rücksichtsvoll sein. Ja, natürlich. Das ist wirklich eine ganz schwere Lage, weil ich würde es am liebsten rückgängig machen, aber ich kann es halt nicht. Nee, du kannst es nicht. Und wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du wirst es auch immer wieder tun. Mhm. Du wirst es immer wieder tun. Wenn du es so aufgetan hast, wirst du es immer wieder tun. Und das ist keine Lösung. Da kannst du dir wirklich nicht mehr in den Spiegel, in die Augen schauen. Ja. Weil das, was du gerade machst, das würdest du bei anderen auch verurteilen. Definitiv. Also wenn es meine Freundin wäre, auf jeden Fall, bei jedem anderen, also wenn es Freunde wären, würde ich es vielleicht verstehen, aber bei meiner eigenen Freundin nicht. Das ist richtig. Ja, und man muss das immer mit gleichem Maß messen. Ja, natürlich. Du musst dich genauso verhalten, wie du dir wünschst, dass der andere sich auch verhält. Ja, klar, das weiß ich theoretisch auch. Das ist es. Ja. Das ist nicht immer einfach, aber ich glaube, so kann man korrekt durchs Leben kommen. Ja, es ist ja wie ein Doppelleben quasi. Also ja, ja. Und stell dir bitte mal vor, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das fliegt mal auf. Und es kann alles kann immer irgendwie auffliegen. Und wenn man 10-mal sagt, nee, das ist bombensicher, wie stehst du dann da? Ja, ganz schön scheiße, ja. Ja. Ich habe dir alles gesagt, Chris. Mhm. Du musst handeln. Ja, mal sehen, wie ich das am besten hinkriege. Ja, das musst du irgendwie dann sehen, ja, finde ich auch. Ja. Alles Gute und gute Besserung weiter. Ja, danke dir, Domian. Tschüss. Okay, tschüss. Sabine, 34, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Sabine. Es ist ja klasse, dass ich mal durchkomme. Ja, ich nie mitgedacht. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's, Sabine? Ja, ich hatte eigentlich gestern schon angerufen zu dem Thema verhängnisvoller Sex. Mhm. Ja, meinen verhängnisvollen Sex hatte ich letztes Jahr im September. Mhm. Habe über einen gemeinsamen Bekannten meinen absoluten Traummann verheiratet, also kennengelernt. Punkt ist leider, er ist noch verheiratet. Mhm. Ist Vater von 2 Kindern. Ja. Wobei das zweite jetzt erst kürzlich geboren wurde. Ach, das auch noch? Ja, sie war schwanger zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennenlernten, wussten wir aber beide nicht. Er wusste es zu dem Zeitpunkt auch leider noch nicht. Er ist jetzt seit September letzten Jahres deine Affäre? Ja, wobei Affäre eigentlich der falsche Ausdruck ist. Es ist schon eher eine Beziehung. Ist eine Beziehung? Ja, wir sehen uns also so oft es geht. Er arbeitet auch auf Montage. Ja, das heißt, der Mann ist in dich auch verliebt? Ja, er liebt mich. Er liebt dich, sagt er. Er sagt es mir, er schreibt es mir. Das ist nicht nur so eine Sexgeschichte? Nein, absolut nicht. Und du sagst auch, ich liebe diesen Mann? Ich liebe ihn absolut. Also das ist mein absoluter Traum. Und ich habe 2 Ehen hinter mir. Ja. Und die letzte Ehe ist daran gescheitert, dass mich mein hoffentlich bald Ex-Mann, ich bin also auch leider noch nicht geschieden, krankenhausreif geschlagen hat, hatte eigentlich das Vertrauen in alle Männer verloren. Mhm. Und dieser Mann, der hat mich eigentlich gerettet, weil sonst wäre ich gnadenlos untergegangen. Mhm. Und er ist alles für mich. Wie stellt sich denn die Situation in seiner Beziehung dar? Erzählt er darüber? Ja, sicher, wir sprechen da ganz offen drüber. Seine Ehe ist eigentlich am Ende. Das zweite Kind war absolut nicht geplant. Mhm. Sie hat ihn eigentlich mehr oder weniger damit gelingt, ihn an sich zu binden. Mhm. Und die Ehe ist Geschichte eigentlich. Also ich habe selbst mit seiner Mutter schon Kontakt. Oh. Ja, ich habe mit seiner Mutter schon zweimal telefoniert, gehe auch jetzt mit seiner Mutter demnächst auf ein Konzert. So. Warum Kontakt mit der Mutter? Ja, er war neulich bei seiner Mutter und sagte auf einmal, du, pass mal auf, wir haben telefoniert ganz normal. Und dann sagt er, pass auf, meine Mutter möchte einfach gerne mal mit dir reden. Und dann habe ich ganz normal angefangen, mit ihr zu telefonieren. Ach so, dann hat er da gleich rein Wein eingeschenkt. Seine Mutter weiß Bescheid, die Frau nicht. Arbeitskollegen wissen Bescheid, so. Sein Umfeld, eigentlich weiß fast jeder Bescheid. Ja, dann ist es ja nur eine Frage kürzester Zeit, bis auch die Frau Bescheid weiß. Eigentlich weiß sie Bescheid, sie lacht drüber, sie glaubt es ihm nicht. Aber er ist doch öfters dann bei dir und nicht zu Hause. Natürlich. Er ist, also wenn er von der Montage nach Hause kommt, bevor er nach Hause fährt, kommt er zu mir mindestens über Nacht. Mhm. Und das glaubt sie dann, was glaubt sie denn, wo er ist? Arbeiten. Ja, sie ist der Meinung, wenn er sie betrügen würde, würde sie das sofort merken. Man kann sich natürlich auch die Wahrheit und die Wirklichkeit so drehen, ne? Dass sie einem gefälliger ist. Ja, natürlich. Mhm. Ich fahre auch manchmal ihm nach. Das heißt, wenn er jetzt irgendwie eine längere Baustelle irgendwo hat, dann sagt er schon mal, Mensch, komm doch einfach vorbei, dann sehe ich zu, dass ich frei kriege ein Wochenende oder so. Dann war ich letztes Jahr in Berlin und in München oder so, je nachdem. So, das klingt aber jetzt so von deiner, wenn ich mich jetzt in deine Wacht hinein versetze, doch eigentlich ganz gut. Das heißt, er hat seine Liebe verloren zu seiner Ehefrau. Du liebst ihn über alles. Er sagt,
dass er dich sehr liebt. Ja, auf jeden Fall. Da steht doch eigentlich einer Trennung von seiner Frau nicht mehr viel im Wege. Das ist richtig, nur er hängt sehr, sehr an den Kindern. Ja, das ist immer so das Argument. Aber deshalb bleibt man ja nicht in einer kaputten Beziehung. Ja, meiner Meinung nach ist er schon viel zu lange in dieser Beziehung geblieben. Was sagt er denn? Wie steht er denn dazu? Welche Perspektive sagt er dir? Ja, ich denke jetzt über einen Wohnungswechsel nach, dass ich in seine Nähe ziehe. Und er sagt, wir haben sehr, sehr gute Zukunftschancen. Also, dass wir zusammenbleiben, dass wir uns gemeinsam was aufbauen können. Ja, klingt ganz hoffnungsvoll, aber wie konkret denkt er sich das? Wann? Ja, dass es innerhalb der nächsten Zeit wohl zum großen Knall kommt. Er hat mir jetzt keine genaue Zeitangabe gegeben, natürlich nicht. Ich werde ihn auch nicht unter Druck setzen, weil das bringt mir, glaube ich, am allerwenigsten. Aber wenn er das so sagt, und nimmst du ihm das ab oder glaubst du, dass das irgendwie nur so... Nein, ich glaube ihm das schon, weil ich habe auch Kontakt mit dem gemeinsamen Bekannten weiterhin. Und er sagt mir ja auch, er bekommt ja auch vieles mit, was erstmal zwischen uns läuft und auch zwischen ihm und seiner Frau und alles. Und er sagt, also so kennt er ihn auch nicht. Aber dann ist es doch eigentlich gar nicht so schlecht. Da musst du ein bisschen geduldig sein, ihn nicht zu sehr unter Druck setzen, finde ich auch. Nein, weil da, glaube ich, tue ich mir keinen Gefallen. Genau, und man muss ihm auch eine gewisse Zeit zubilligen, bis er sich da halt auch mit arrangiert mit der neuen Situation. Und zum einen das, und er muss ja auch einiges regeln für sein ganzes Leben, denke ich. War das aber ein sehr verhängnisvoller Sex, ne, voriges Jahr im September? Oh ja. Also wir telefonieren jeden Tag. Ich weiß nicht, ob er noch zuhört, aber ich gehe von aus, dass er wohl schon eingeschlafen ist, weil er im Moment unterwegs ist. Ach so. Am Arbeiten, der ist in München im Moment. Du hast ihn damals über einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt. Richtig. Und ging das direkt am ersten Tag in die Kiste? Ja. Und eigentlich absolut gar nicht mein Ding. Ja. Wir waren schön essen, haben einen richtig schönen Abend gemacht mit einem gemeinsamen Bekannten und seiner damaligen Freundin und alles super schön und ja. Und dann ist es passiert. Ja, da ist es passiert. Wir haben ja gestern hier schon in der Sendung ein bisschen darüber gesprochen, über die Liebe auf den ersten Blick. War das sowas ein bisschen in der Richtung? Ja, ist es. Also er kam die Tür rein, ich hatte vorher nur ein Foto gesehen, zum Handy geschickt. Und hast du gedacht, mein Traummann? Da. Er kam die Tür rein, mein und ich stand nur da und oh. Und das Schlimme ist, wo ich gar nicht mitgerechnet habe, er ist noch sehr viel jünger wie ich. Wie alt? Du bist 34, wie alt ist er? Er ist 6 Jahre jünger, er ist 28. Na ja, gut. Ja, solange er nicht 18 ist. Bitte? Solange er nicht 18, 19 nein, ist. Nein, okay. Nein, aber trotzdem, das ist meine erste Beziehung zu einem jüngeren Mann. Ja, aber das finde ich doch absolut im grünen Bereich. Also, ich weiß nicht. Das ist ja so eine Sache. Du sagst, er kommt rein, kommt in den Raum und du sagst, boah. Ja. Da hätte es natürlich sein können, dass er nur toll aussieht, eine tolle Ausstrahlung hat. Und in dem Moment, wo er Mund aufmacht, hättest du gemerkt, oh, nee, der ist es nicht. Hätte auch sein können. Natürlich. Aber als er Mund aufgemacht hat, war er genauso toll, wie er äußerlich wirkte. Ja, absolut. Ah, ja. Wir haben also nach 10 Minuten irgendwie bei romantischem Kerzenschein im Wohnzimmer bei einer Freundin gesessen von mir. Da ging es ja zur Sache, das ist ja was. Ja, also ich finde, für dich klingt das doch alles sensationell, vor allen Dingen, wenn du so eine üble Vergangenheit hinter dir hast. Ja, also wie gesagt, letztes Jahr Krankenhaus reißgeschlagen, über Nacht abgehauen bei meinem Ex-Mann, der läuft auch im Moment die Scheidung und ein Verfahren wegen Körperverletzungen und also ganz, ganz übel. Also dann beglückwünsche ich dich, dass du diesen tollen Mann kennengelernt hast. Dankeschön. Und wünsche, dass ihr dann wirklich zusammenkommt und dass das eine glückliche und eine sehr lang anhaltende Beziehung wird. Das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass ich endlich mal in meinem Leben Glück habe, weil ich habe auch 2 Kinder, die ich aber schon 4 Jahre nicht mehr gesehen habe. Die leben bei meinem ersten Mann, aber ich weiß, dass es ihm gut geht, also da ist nichts Negatives. Ja. Aber ich hoffe, dass es endlich aufwärts geht. Also ich wünsche euch beiden von Herzen viel Glück. Wir können dich ja auf dem Laufenden halten. Sehr gerne. Schick mir mal bitte eine Mail, was passiert ist. Vielleicht können wir doch mal miteinander telefonieren. Ja, gerne. Und könnte ich vielleicht noch ein Autogramm bekommen? Ja, dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Super lieb. Danke. Alles Gute. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, Sabine. Tschüss. Isabel. Die Isabel ist hier. Hallo, Isabel. 27. Nee, 24. 24, ja. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Um was geht's? Also mein Stichwort war eben gerade Traummann. Das dachte ich auch vor fast 4 Jahren. Ja. Da war das auch so ungefähr. So, er kam auf die Tür rein und ich dachte, das ist er. Ja. Und jetzt so nach fast 4 Jahren denke ich mir, das war total der Reinfall. Das war der größte Fehler meines Lebens. Oh. Du bist seit 4 Jahren mit dem Typ zusammen? Ja, also seit fast 4 Jahren verheiratet. Verheiratet sogar? Also ganz schnell geheiratet damals? Ja, also wir haben uns erst 3 Monate gekannt.
Und dann sind wir ins Ausland und haben da geheiratet. Warum? Weil er halt aus dem Ausland kommt und sein Visum war abgelaufen. Ah, verstehe. Ja, und die Hochzeit war auch ein Reinfall. Ich dachte immer so, wie man halt als Kind träumt, ja, in so einer Kutsche und sowas halt. Mhm. Aber das war dann alles ganz anders. Wo war die Hochzeit denn? Im Kosovo war die. Im Kosovo. Und wie ist die abgelaufen, die Hochzeit? Ja, also wir sind dann das Standesamt und nach 2 Minuten kamen wir schon wieder raus. Mussten uns dann vor dem Standesamt dann die Ringe geben. Wir dürfen uns nicht küssen, weil es ist ja ein muslimisches Land. Mhm. Und nach der Hochzeit ging es dann richtig ab. Also ich musste mir dann alles gefallen lassen. Sofort nach der Hochzeit? Ja. Also fast schlagartig, kann man sagen. Ja, genau. Also ruckartig hat sich das alles geändert. Also er hat mir dann verboten, Sachen zu machen, mich mit Freunden zu treffen. Mhm. Das war der Anfang. Dann fing er an, ich darf nicht arbeiten gehen, ich darf nicht mehr zu meinen Eltern fahren. Mhm. Oder wenn ich dahin fahre, dann nur mit ihm. Mhm. Und ich bin also fast so weit, dass ich mich eigentlich scheiden lassen will, aber dadurch, dass ich halt keine finanzielle Möglichkeit habe, ihn zu verlassen und ich auch wirklich Angst habe, dass er irgendwie ausrastet, wenn ich ihn sage, ich verlasse. Schlägt er dich? Nein. Das nicht? Nein, das nicht. Aber ich habe trotzdem Angst vor ihm. Also er ist wirklich, er rastet schon aus. Hm. Wie sieht denn dein jetziges Leben so aus? Ihr wohnt in einer gemeinsamen Wohnung in Deutschland? Genau. Hast du einen Beruf? Nein. Du bist, ich darf hier nicht arbeiten gehen. Du darfst nicht arbeiten gehen? Nee, also er hat ja die ganze Zeit gesagt, ich darf nicht gehen. Das heißt, wenn du jetzt eine Stelle hättest oder angeboten bekämst, darfst du sie nicht annehmen? Er muss ja dann vorher gucken, ob da irgendwelche anderen Männer sind, weil ich könnte ja fremd gehen. Hast du vorher was gelernt? Ich habe vorher, also bevor wir geheiratet haben, habe ich gearbeitet in einer Pizzeria. Mhm. Und den Job, den musste ich ja aber auch aufgeben, weil ich ja 3 Monate da unten war im Kosovo. Mhm. Weil es halt so langsam gedauert hat mit seinem Visum und er dann die ganze Zeit gesagt hat, ich möchte, dass du hier bleibst. Ja, wahrscheinlich hättest du den Job eh aufgeben müssen, weil in der Pizzeria laufen ja nur auch Männer rum. Ja, genau. Mhm. Ja. So, jetzt sitzt du, Kinder habt ihr keine? Nein. Er will ja keine. Also, beziehungsweise nicht mit mir. Warum? Keine Ahnung, also er hat es mir so klar gemacht, ich habe dann mal den Kinderwunsch geäußert, so vor 2 Jahren. Ja. Und da hat er gesagt, nein, er möchte keine Kinder mit mir haben. Aber weiter hat er es nicht begründet? Nein. Also er meint halt nur, weil er halt im Krieg aufgewachsen ist und eine schlimme Kindheit hatte und so. Und deswegen möchte er keine Kinder haben. Aber er will ja Kinder haben, nur nicht von dir. Ich denke schon, ja. Wie alt ist er? Er ist 25. 25? Ja. Könntest du ausdrücken, was du glaubst, was der für dich empfindet? Also ich denke, ganz ehrlich, mittlerweile, dass er mich nur geheiratet hat, damit er in Deutschland bleiben kann. Damit er seine deutsche Staatsbürgerschaft bekommt und dass er deswegen in Deutschland bleiben kann. Hartes Urteil. Ja. Also da bin ich mittlerweile wirklich so weit. Also, wahrscheinlich das, wenn du es so sagst. Und zum Zweiten ist es auch so eine Frage der Machtausübung. Ne? Er hält dich ja wie eine Sklavin. Ja, ich bin ja wirklich nur zu Hause. 24 Stunden nur in dieser Wohnung. Was machst du den ganzen Tag in der Wohnung? Ja, das frage ich mich auch. Ich habe ja keinen Haushalt, so wie er sagt. Ich würde ja nicht aufräumen. Wie groß ist die Wohnung? Die Wohnung, die ist nicht groß. Die ist vielleicht 55 Quadratmeter. Hm. Ja, mehr, größer ist die nicht. Und du darfst, hat er eine Arbeit? Ja, er geht arbeiten. Er geht arbeiten. Ja. Das heißt, wenn er, ist er im Moment auch auf Arbeit? Nee, der ist im Schlafzimmer am Schlafen. Wo hast du nicht Angst? Ja, doch schon. Ich bin total am Zittern. Mhm, also wenn er jetzt reinkommen würde, dann wäre ich schon in Erklärungsnot. Ja? Verstehe, also. Verstehe. Wenn er arbeiten geht, darfst du nicht alleine mal rausgehen? Nein, ich muss ihn vorher anrufen, muss ihn fragen, ob ich vor die Haustür gehen darf. Und das erlaubt er dir manchmal? Manchmal, ja. Und dann darfst du auch alleine mal einen Spaziergang machen oder so? Ja, genau. Du hast keine. Er hat ja hier überall seine, sage ich mal, seine Aufpasser, damit ich auch bloß nichts Falsches mache. Wie schrecklich. Ja. Du hast keine Freundinnen? Nein, also ich habe hier nebendran eine sehr, 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 sehr liebe Nachbarin, die mir ab und zu mal mein Leid anhört, die aber auch schon selber zu mir gesagt hat, hier, ich kann es mir echt nicht mehr anhören, du bist echt so eine arme Sau. Mhm. Und Entstammst du auch einer muslimischen Familie? Nein, ich bin Christ.
Du bist Deutsche auch, aus einer deutschen Familie? Ja, genau. Ja. Was sagen, hast du noch Kontakt zu deinen Eltern? Das schon, aber wenn er das mitbekommt, dass meine Mutter jetzt zum Beispiel anruft, dann gibt es auch Stress. Also ich denke mal, dass er mich total abschotten will, dass er so besitzergreifend ist. Mhm. Aber Ich wundere mich, Isabel, dass du das so lange schon aushältst. Ja, das wundert mich. Du musst doch wahnsinnig werden da in der 55 Quadratmeter Wohnung. Ja, das ist auch so. Ich sage dir jetzt so ganz spontan und würde sofort an dich appellieren, raus da, raus. Du verschwendest deine Lebenszeit. Es gibt überhaupt keinen wirklichen Grund, außer der Angst. Das ist schon ein großer Grund, bei diesem Mann zu bleiben. Mhm. Mir ist klar, dass du Angst hast und dass du Hilfe brauchst, aber es gibt ja Möglichkeiten, auch gerade für Frauen in deiner Situation. Ich hatte schon leider Gottes oft solche Gespräche hier von Frauen, die genauso in so einer Not waren, wie du es bist. Ja, ich weiß aber nicht, wo ich hin soll. Dieses werden wir natürlich, wir beide hier in der Öffentlichkeit nicht besprechen. Das machen wir gleich im Hintergrund mit meiner Psychologin. Denn wir wollen es ja so vorsichtig wie möglich machen. Wir wissen ja nicht, wer alles jetzt zuhört. Ja. Deswegen, das ist das ja auch, ich konnte ja auch nicht, also es hört sich zwar jetzt blöd an, ja, aber ich konnte ja auch nicht meinen richtigen Namen sagen. Mhm. Im öffentlichen Fernsehen, wenn das jemand mitbekommt. Ja, brauchst du ja auch nicht, das ist ja auch egal. Dann wird das ja auch wirklich, dann ist das ja für mich das Urteil, ja? Genau. Ja, das musst du ja auch nicht sagen, das ist ja auch völlig unwichtig. Ja. Ich möchte dir nur von meiner Seite aus Mut machen und diesen Schritt zu unternehmen, weil du machst diesen Schritt für dein Leben und für deine Freiheit. Im Moment hast du gar nichts. Nein, ich habe auch nichts. So, und wie man diesen Schritt am besten macht, so, dass du keine Angst haben musst, da würde ich dich bitten aufzulegen und können wir dich zurückrufen? Geht das mit Handy? Ja, das geht. Das geht. Ja. Dann würde dich meine Psychologin, die Anja, zurückrufen. Ja. Und dich beraten, was du in der Lage jetzt tun könntest. Ja, das wäre ganz nett. Ich finde es richtig und mutig, dass du angerufen hast und wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du es schaffst, da rauszukommen. Dankeschön. Würde mich sehr irgendwann über eine Mail freuen, wenn es hoffentlich geklappt hat. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Von Herzen alles Gute, Isabel. Dankeschön. Du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Okay, alles klar. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Und Dennis ist hier. Dennis ist 18 Jahre. Guten Morgen, Dennis. Hallo. Hallo, Dennis. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar, ich bin 18 und meine Freundin ist 14 und meine Freundin ist schwanger von mir. Die Freundin ist schwanger. Ja. Seit wann? Sie ist jetzt im zweiten Monat. Hm. Wer weiß denn davon? Meine Mutter und ihre Eltern. Ja. Wie haben die darauf reagiert? Ja, meine Mutter hat sofort gesagt, sie will das nicht. Und ihre Eltern sind halt erstmal mit ihr zu Pro Familia gegangen, haben sich da beraten lassen und haben halt, also diese Stelle hat halt auch dazu geraten, abzutreiben. Hm. Was sagst du denn? Ja, ich denke auch, dass Abtreiben besser wäre. Und was sagt deine Freundin? Ja, sie will das Kind unbedingt. Wie ist es denn überhaupt zu der Schwangerschaft gekommen? Ja, wie kommt eine Schwangerschaft zustande? Ja, wie kommt eine Schwangerschaft zustande, wenn man weiß, wie man eine Schwangerschaft verhindert? Waren halt auf einer Party und hatten leicht Intus und also viel Alkohol getrunken und dann halt abends. Ne? Ist ein schwerer Vorfall, an dem du Schuld trägst. Du bist erfahrener, du bist 18 Jahre alt und bist mit einem Kind noch zusammen, einer ganz, ganz, ganz jungen Frau. Ein ganz jungen Mädchen, keine jungen Frau, mit einem ganz jungen Mädchen. Wo du hohe Verantwortung trägst. Und die hast du versäumt, wahrzunehmen. Ja, ich weiß. Das ist sehr schlimm, finde ich, wirklich. Ja, weiß ich. Deine Freundin möchte das Kind haben, sie ist 14 Jahre alt. Du sagst nein, deine Eltern sagen nein und ihre Eltern sagen auch nein. Das ist ja ein Dilemma, in der ihr alle oder besonders sie jetzt auch steckt.
Wie stellt sie sich oder wie stellt sie sich das denn vor? Ja, das weiß sie selber nicht. Wie lange bist du mit deiner Freundin schon zusammen, Dennis? Ja, ein knappes Jahr. Knappes Jahr. Fing es aber wirklich sehr früh an, da war sie erst 13. Ja. Wussten denn deine und ihre Eltern von der Beziehung? Ja. Wurde so von, also in, zum Beispiel in deinem Elternhaus auch mal drüber gesprochen, über Verhütung, wie wichtig das ist? Ja, teilweise. Also nicht so richtig ausgiebig auch nicht? Nee. Wie ist denn das Verhältnis zwischen dir und den Eltern deiner Freundin? Also ich verstehe mich eigentlich recht gut mit den Eltern. Habt ihr denn schon mal so alle zusammen, du, deine Freundin und die Eltern deiner Freundin, jetzt über die neue Lage gesprochen? Ja, einmal. Ja. Und sie begründen es wie, dass das Kind abgetrieben werden soll? Naja, sie macht Schule, ich mache Schule. Und ich will ja auch noch meine Ausbildung machen. Ich hätte keine Zeit für das Kind. Sie auch nicht. Ja, sie ist ja nun wirklich auch wahnsinnig jung mit 14 Jahren. Ja. Hast du denn den Eindruck, dass deine Freundin vielleicht so ein bisschen auch denkt wie du oder wie ihre Eltern? Oder ist sie ganz, ganz andere Auffassung und sagt, ich will unbedingt und unbedingt unbedingt das Kind haben? Nee, das nicht. Also sie ist auch immer so am Hin- und Her-Schwanken. So, also größtenteils will sie das Kind, aber andererseits weiß sie auch, dass sie keine Zeit fürs Kind hätte. Das heißt, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das Kind abgetrieben wird. Ja, denke ich mal. Du sagst, es gab eine Beratung bei Pro Familia. Ja. Ist denn geplant, dass ihr nochmal dahin geht? Nee, eigentlich nicht. Also weißt du, ich fände ganz wichtig, die Situation ist ja sehr ernst. Ja. Und die ist natürlich für deine Freundin extrem belastend und extrem schwierig. Dass das nun passiert ist, ist wahrscheinlich für sie ganz schlimm und sie steht jetzt unter großem Druck, ihre Eltern wollen das Kind nicht, du willst das Kind nicht. Ich fände das ganz wichtig, dass ihr, vielleicht ihr beiden zusammen, vielleicht ihr beiden auch ohne die Eltern, dass ihr nochmal zu Pro Familia geht oder zu einer anderen Beratungsstelle, damit noch mehr darüber gesprochen wird und vielleicht auch noch mehr so auch auf ihre Ängste eingegangen wird und ihre Sorgen. Ja. Es ist ja wichtig, dass es deiner Freundin danach nicht allzu schlecht geht, wenn es denn passiert ist. Ja. Ist denn irgendwas schon an Termin vorgesehen, weißt du das? Nee, noch nicht. Wir wollten jetzt in den nächsten Tagen einen Termin machen. Jetzt hast du mich da zu diesem Thema angerufen, obwohl du ja eigentlich ganz entschieden bist. Warum hast du mich angerufen? Ja, weil mich das halt auch belastet. Verstehe. Ja, umso wichtiger ist, was ich gerade sagte, dass ihr beiden möglichst schnell nochmal einen Termin macht und mit Fachleuten euch besprecht. Denn es liegt dir auf dem Herzen und ihr liegt es ja noch viel, viel mehr auf der Seele, die ganze Angelegenheit. Es ist ja auch eine schwierige Situation. Und Dennis, für die Zukunft, ich meine, dieses ist jetzt passiert, appelliere ich wirklich an dein Verantwortungsbewusstsein, dass du es wirklich immer im Blick haben musst, dass das verhütet wird. Ja. Ne? Das ist absolut wichtig, absolut wichtig. Jetzt geht die Sendung vorbei. Ich möchte dich bitten, aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an und geben dir nochmal ein paar Beratungsstellen an die Hand, wo ihr hingehen könntet, ganz schnell in der nächsten Zeit. Ja, das ist nett. Ja. Lieber Dennis, alles Gute dir und deiner Freundin. Danke. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Michael Verhoeven. Morgen sind wir nicht da, das Feiertag. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio was live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Bis dann.